Ich bin von der Gamescom zurück und kann jetzt für euch den Trailer des Reich des Magiepacks in dieser Trailer-Analyse zusammenfassen. Viel Spaß beim Ansehen! Der Trailer beginnt mit einer Übersicht der neuen Region, die es in diesem Pack geben wird. Wie die Entwickler verraten haben, wird es zwei neue Welten in diesem Pack geben, welche vermutlich über das neue Portal miteinander verbunden sind. Für mich sehen alle drei Häuser hier wie spielbare Grundstücke aus, leider erinnert die Welt sehr stark an Granite Falls. Dieser Sim hier möchte durch das neue Portal, welches mysteriös blau leuchtet und auf einem Felsvorsprung steht. Wenn dieser hindurchläuft, verschwindet er auf der anderen Seite, obwohl ich nicht glaube, dass dies auch so im fertigen Spiel aussehen wird. Die nächste Szene zeigt die zweite neue Region, welche mitten in der Luft auf großen schwebenden Inseln gebaut wurde. Allgemein ist es hier aber schwierig abzuschätzen, ob man alle Bereiche dieser Region erkunden werden kann. Eventuell ist es auch nur möglich, per Besen in eine der anderen Regionen, die man hier sehen kann, zu gelangen. Warum genau sich die Entwickler hier aber für eine ähnliche Welt wie Seeksam entschieden haben, verstehe ich nicht ganz. Natürlich wirkt diese auf jeden Fall spektakulär, doch vielleicht hätte hier ein extrem düsterer Wald noch etwas mehr ins Setting gepasst. Die nächste Szene zeigt die neue Region hier nochmal genauer. Die neuen großen Häuser im Hintergrund sehen alle passend zerstört aus, welche aber vermutlich nur Dekoration sind, was man etwas an den kaum durchsichtigen Fenstern erkennen kann. Die Läden unten in den Häusern sind aber benutzbar, wie man auch in der nächsten Szene gut erkennen kann. Die Sims im Vordergrund versuchen sich hier gegenseitig zu verzaubern, was wohl nicht so gut funktioniert. Ein ebenfalls witziges Detail, der Verkäufer im Laden ist ein Geist, der hier die Waren verkauft. Endlich haben wir jetzt auch einen übergezogenen Kapuzenpulli im Spiel, welcher ebenfalls total gefehlt hat. Links lassen sich ebenfalls verschiedene Besen erkennen, die wahrscheinlich von den Sims gekauft werden können. Eine weitere Hexe taucht auf, welche in der Luft schweben könnte, beachtet hier den Höhenunterschied zwischen den beiden Sims. Zählt das Fliegen ebenfalls zu einer neuen Fähigkeit der Sims? Ganz kurz lässt sich hier dieser große neue Topf erkennen, in dem magische Zaubertränke zubereitet werden. Die Lampen an den Wänden stoßen hier ebenfalls blaues Feuer aus, in den nächsten Szenen kann man mehr Hexenkessel-Gameplay sehen. Die neue Bodenplatte ist leicht animiert, ob dieses extrem coole Objekt im Hintergrund nur Dekoration oder interagierbar sein wird, ist derzeit noch schwierig einzuschätzen. Natürlich rührt sich hier auch alles von alleine um und eine Hexendame spricht einen magischen Spruch. Besonders cool in dieser Szene ist dieses riesige neue Deko-Objekt, mit dem man vielleicht auch etwas kathedralenartigere Häuser erstellen werden kann. Da der Sim sich vor dem Trank ekelt, wird dieser verzaubert und erhält dadurch durch ein paar coole Partikeleffekte seine Fähigkeiten. Im Hintergrund stehen ebenfalls ein paar magische Tränke herum, in den nächsten Szenen treten diese beiden Magier gegeneinander an. Wie wir aus der Produktbeschreibung wissen, wird man seine eigenen Feen, Drachen und andere Begleiter wählen können, die dann zum Sim gehören. Die magischen Duelle sehen schon mal wirklich klasse aus, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese von den Kämpfen der Vampire unterscheiden werden. Manche Szenen aus diesem Trailer lassen sich derzeit noch schwierig zuordnen, zum Beispiel was es mit dieser neuen Region auf sich hat. Natürlich ist es auch möglich, die Zauberbücher schweben zu lassen, beachten in der letzten Szene auch diese tolle Architektur am Gebäude rechts. Wie fällt euer erster Eindruck zum neuen Pack aus, welches am 10. September für PC und Mac erscheinen soll? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. In den nächsten Tagen werde ich euch ebenfalls noch mit weiteren News und Details versorgen, über die man aktuell schon mehr weiß. Also dann, bis zum nächsten Video.